Leute, und willkommen zu... Wir haben 100k geknackt, Leute! Wir haben die 100k geknackt, das ist meine Community. Hast du Patent? Hat sie Patent auf euch? Auf jeden Fall, Dankeschön für 1 Million Abonnenten. Wir haben keine 1 Million. Du vielleicht nicht. Danke! Was machen wir hier nochmal? Heute lüften wir auf jeden Fall Gerüchte über Mimira. Wo ist sie? Hier. Ist sie unsichtbar? Ich bin doch hier. Hast du sie gegessen? Melissa, hast du sie gegessen? Hat sie gut geschmeckt? Wieso hast du mir nichts gegeben? Nein. Fangen wir an mit dem ersten Gerücht. Kann ich mich vorstellen? Jeder kennt dich. Ja, ich bin halt berühmt. Berühmt. Es heißt berühmt. Was? Also, du bist berühmt. Also, du gibst zu. Sie gibt zu. Nein. Kannst du bitte gehen? Nein. Ich bin Mimit und was weißt du denn, wann ich so gehen habe? Das ist mein Du denn. Ich, Papa von Melissa. Wehe, du fällst runter, du kriegst ein Backpfeife von mir, okay? Dass ich rauche. Nope, tatsächlich rauche ich nicht. Bin kein großer Fan. Ganz genau. Wisst ihr warum? Weil ich rauche. Du rauchst nicht. Jemand hat uns verwechselt. Einen Moment. Die Gerüchte gehen über mich. Das weißt du schon. Also warte. Von wo kommt das Feuer? Ich bin Feuerbändiger. Mach es aus. Du hast einen Crush auf Zeynep. Leute, Zeynep ist meine Cousine. Von wo weißt du das? Von wo weißt du das? Was? Nichts. Was? 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 Fatma sieht dieses Video nicht, oder? Ich glaube, ich muss mich übergeben. Nächstes Gerücht, und zwar, dass ich keine Fotos mit meinen Zuschauern mache. Leute, das ist absolut wahr. Sonst, ihr hättet alle kaputte Frontkamera und Bildschirm. Weil ich so hässlich bin, nein. Nein! Wieso dann? Weil du übertrieben hässlich bist. Ich mache immer liebend gerne Fotos mit euch und freue mich auch, wenn ihr mich anspricht. Deswegen spricht mich an, sonst spreche ich euch an. Wenigstens, sie ist versichert. Gleich knallt's, aber so richtig. Du willst ausziehen. Ich habe mir tatsächlich schon Gedanken drüber gemacht, habe überlegt, aber momentan will ich tatsächlich noch nicht ausziehen. Und ja, hast du irgendwas hinzuzufügen? Nein, ist richtig. Wirklich? Ja, Melissa will nicht, dass sie aussieht. Wir wollen, dass sie aussieht. Mein größter Wunsch. Was habe ich erwartet? Ich weiß es. Der liebe Emir höchstpersönlich schreibt, du bist eine Meerjungfrau. Ich glaube, da beschreibt sich jemand selber, hm? Emir, du kannst mein Geheimnis nicht einfach so verraten. Du bist keine Meerjungfrau. Was weißt du denn schon, Melissa? Du bist keine Meerjungfrau. Ich werde jetzt eine Meerjungfrau. Tust du nicht. Ah! Du hast keine Flosse. Du hast kein Niveau. Du hast keine Zauberkräfte. Du hast keine Freundin. Du hast keinen echten Bart. Wirklich, Melissa. Du hast gleich keine Unterkunft mehr, Melissa. Okay. Verstanden. Ich bin ein Memeterjungfrau. Checkt ihr wegen Mehmet und Meerjungfrau, Memeterjungfrau. Deswegen richtig. Hat er gerade Mehmet? Ich bin ein Memeterjungfrau. Hast du das gerade in deinen Duden geschrieben? Nein! Seite 356. Das tut mir wirklich leid, dass ihr das sehen müsst. Ich kann. Du hast Kinder im Keller eingesperrt. Leute, was denkt ihr eigentlich von mir? Wenigstens, sie wissen nicht, wie viele. Papa, die Kamera läuft noch. Wie viele Kinderriegel im Keller? Wir haben unendlich Kinderriegel. Wie viel ihr wollt. Kinderriegel sind lecker. Er hat verkackt. Du bist halb Deutsche und halb Türkin. Ich bin in Deutschland geboren, aber meine beiden Eltern sind türkisch. Das heißt, ich bin eigentlich auch Türkin. Ihr wisst schon, was ich meine. Halb Deutsch, halb Türkin. In meine Duden steht halb Huhn, halb Affe. Das steht nicht in deinem Duden. Was weißt du denn? Was in meine Duden steht, Melissa? Schau mal bei dem Wort nervig, da müsstest du daneben stehen. Weiter geht's. Eigentlich, ich stehe neben
ein Couch. Wortwörtlich ein Couch. Aber in Duden, ich stehe neben fabulös, intelligent, immer im Recht liegend, im Mittelpunkt, viel cooler als Melissa. Okay, wir haben es verstanden. Emir Bayrak ist dein Bruder. Er ist tatsächlich nicht mein Bruder, das habe ich schon mal gesagt. Ich habe allerdings einen Bruder, einen kleinen Bruder, der ebenso Emir heißt. Deswegen entsteht auch manchmal die Verwirrung. Ich habe noch eine Kind. Du hast noch zwei Kinder. Oh nein. Kannst du das Fatma nicht sagen? Ich mag nicht noch eine wie du haben. Mm-mm. Es kommt schon hoch. Dabei weiter geht's. Und außerdem, im Keller sind doch noch viel mehr Kinder. Riegel, die wir verteilen können an Zuschauer. Kinderriegel. Du bist Mehmet nur geschminkt. Sogar mit Schminke. Melissa könnte nicht so hübsch sein wie ich. Ich glaube, ihr habt eure Antworten. Das nächste Gerücht laut. Was machst du? Ich mache Konzert. Für wen? Für mein Duden. Alles klar. Alles klar. Du bist klein. Interpretationssache, würde ich sagen. Ich bin 1,68, 1,69. Ich finde das jetzt nicht klein. Ich finde es auch nicht sehr groß. Also so... Mittel. Was war das gerade für ein Geräusch? Melissa kann nicht kochen. Ich kann tatsächlich kochen und habe auch schon sehr früh damit angefangen. Man braucht nur Feuer. Mach es auf! Er ist mein Freund! Du bist adoptiert. Nee, Spaß. Wo ist jetzt der Witz? Du liebst Justin Bieber. Ich war tatsächlich ein sehr, sehr, sehr großer Belieber und feiere ihn immer noch. Er ist verheiratet, du hast keine Chance. Davor hätte ich eine Chance gehabt oder wie? Never say never. Was bist du für ein Belieber, Melissa? Peinlich, Schande. Okay, da hast du recht. Ist das ein JB-Plakat? Was geht dich nicht an? Siehst du dich nicht an? Aber er ist mein Freund. Er ist Justin Bieber, was willst du sagen? Ne? Das war's auf jeden Fall, Leute, mit den Gerüchten. Darf ich meine Duden Outro machen? Mm-mm. Nein. Danke auf jeden Fall für die ganzen Gerüchte und wenn euch das Video gefallen hat... Was machst du? Deine Aufmerksamkeit bekommen. Mit Feuer? Es heißt Feuer bändigen. Mach's aus! Darf ich Outro machen? Okay, mach. Ich wusste, sie wird ja sagen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann like dieses Video, weil ich war dabei. Natürlich ist immer lustig. Abonniert diesen Kanal nicht wegen Melissa, wegen mir. Und lasst mich und Justin ein bisschen alleine. Wenn du bis jetzt noch dran geblieben bist, dann bleib noch weiter dran, weil ich bei dir eine richtig emotionale Rede hatte. Nein, Spaß. Auf jeden Fall wollte ich nochmal for real für die 100k bedanken. Das hatte ich auch in meiner Story gesagt, aber ich hatte eigentlich, bevor ich mit TikTok angefangen hatte, mit YouTube angefangen. Ich hatte vielleicht 100, nicht mal 100 Follower. Und ich finde es einfach so krass, dass wir 100.000 sind. Auf TikTok sowieso. Das ist mind-blowing. Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Und wenn ihr auch Teil meiner Community werden wollt, dann abonniert gerne den Kanal. An diejenigen, die das schon gemacht haben. Ihr wisst, wir sind Freunde. Wahre Freunde. Tschüss. Moment, was weißt du denn? Was meinst du denn das, Melissa? Hä? Was weißt du denn? Ich falle runter. Hey, es tut mein Popo weh, weil ich hab mir weh getan. Spaß. Ich werd schon wie er. Mm-mm. Emir hat gerade ganze Spitze auf Boden. Ich räume nicht auf. Das ist nicht meine Schuld. Ist alles deine Schuld. Mehmet, rede du erst recht nicht. Ein kleiner Tipp an euch, wenn ihr Kinder wollt, wollt sie nicht, bitte. Bitte nein. Wenn mein Spitze kaputt ist, ist dein Gehirn Staub? Cut! There's some wars in this house, there's some